Ja, herzlich willkommen zu dieser Ausgabe Let's Play World of Tanks. Und heute ist es irgendwie sehr kurios, denn wir schauen uns zum einen den KV-2 an, aber schaut euch mal dieses Matchmaking an. Also keine Ahnung, wie es zu dieser Tockschwemme da gekommen ist. Es ist auf einmal wahnsinnig. Und deswegen umso kurioser, das Replay selber ist vom 2.4. Also jetzt auch nicht wirklich irgendwas Besonderes gewesen, dass man da irgendwie den Tock durch eine Mission spielen müsste, soweit ich weiß. Also von dem her einfach nur LOL. Aber ich denke mal, er in seinem KV-2 wird sich hier da mal richtig wohlfühlen. Und hier auf jeden Fall der Datalink 7 mit seinem KV-2 unterwegs, auch alleine. Aber natürlich, Top-Tier ist phänomenal, da macht es richtig Spaß. Wir sehen schon, er hat hier die AP-Granate geladen, panzerbrechend. Natürlich die Sprenggranate beim KV-2, das eigentlich spannendere und lustigere. Und da schreibt auch einer, dieses Match wäre für eine Arti der feuchte Traum. Und definitiv, ich glaube, als Arti würde man sich immer richtig wohlfühlen gegen diese ganzen Tox. Schauen wir mal, was hier jetzt mit dem passiert. Also wirklich eine sehr kuriose Ausgangslage. Und auch das ist immer das Schöne im Replay of the Week, dass da einfach immer mal wieder was Besonderes passiert. Denn KV-2, ja, aber diese Tox allein ist schon einen Blick wert. Und da ist schon der erste, den er aufklärt. Und sogar, da macht er gleich noch einen auf. Und den dritten auch noch. So, und jetzt hier ein Aimen und Schuss. Und 625 kriegt der erste Tock da mal rein. Und man darf den Tock aber nicht unterschätzen. Er ist zwar natürlich langsam wie nochmal was, aber die Kanone, beziehungsweise der DPM dieser eben, ist wirklich gut. Also da jetzt nicht denken, ja, Tock mache ich einfach mal so schnell weg. Da keinen falschen Ehrgeiz entwickeln. So, oh, der steht schön seitlich. Perfekt. Und da auch 735. Das sind natürlich Hits, die mal richtig wehtun auf dieser Tierstufe. Und auch bei so einem Tock, der eigentlich ja mit 1400 Hitpoints ja verdammt viel hat. Aber man sieht, mit so einer KV-2-Schelle ist es auch da ganz schnell weniger. Und auch hier 641 Schaden. Also da funktioniert der Damage perfekt, so wie man es haben will. Und er kriegt auch noch den Aufklärungsschaden, weil irgendwie der Scout hier gar nicht so am Start ist. Keine Ahnung, was die so wirklich machen. Und der Tock wartet hier eigentlich auch nur, dass die Granate reinkommt. Sie findet ihr Ziel. Auch nochmal für 504 Damage. Schon 2500 gemacht, 1190 unterstützt. Und jetzt kommt da der nächste Tock langsam aber sicher hochgezuckelt. Und er will sich da wohl hinten ranschleichen. Aus der Fahrt heraus den verpasst. So, der Tock dreht jetzt schon auf ihn. Oh, sehr schön. Da prallt er ab. Und nochmal. Jetzt kriegt er es auch von hinten. Jetzt muss er aufpassen. Den hat er jetzt schnell rausgenommen. Der nächste von hinten wartet da nur, ihn zu beschießen. Deswegen hier ein bisschen an den Stein ran. Und erstmal ein bisschen Ruhe einkehren lassen. Da jetzt der VK. Aber er ist noch im Reload. Aber diesmal klappt er nicht. Kriegt zwar noch den Aufklärungsschaden, aber den Damage, den konnte er nicht anbringen. So, jetzt kommt da der VK. Der wollte es hier mit einem gewissen Geschwindigkeitsüberschuss probieren. Hat aber nicht funktioniert. Und jetzt hier der Panzer 3.
Aber auch der prallt ab, zieht sich sofort zurück, denn bekommt auch die Schüsse da von den Tox, die er hinter sich stehen hat. Und jetzt hier komplett entspannt eingeaimt, weg damit. Ist auch mittlerweile mit den HE-Granaten unterwegs. So, da den nächsten Tock, den er da aufklärt. Auch der steht da oben, verlassen auf Treffer wartend. In dem Fall 401, natürlich, da die HE-Granate frontal nicht so perfekt. 9:9, das Game selbst ist noch recht knapp. Und jetzt der nächste Tock, der ihn da von hinten eine gibt und auch sein Motor da direkt rausgeschossen wird. Den hat er jetzt schnell repariert, dass er den wieder am Start hat. Hier jetzt der nächste Tock, aber der wird schon zerstört. Vor ihm dann noch eine Hellcat da oben am Berg, aber er hat nur Augen für die Tocks. Und der Tock für ihn. 10:9. So, er bringt es jetzt etwas in Sicherheit. Fahrt rückwärts in den Cap scheinbar rein, um da den Gegner ein wenig unter Druck zu setzen, weil 10:9, da ist noch nichts entschieden. So, und jetzt hier hinters Haus gestellt. Und jetzt müssen die Tox auch mal langsam wieder kommen. Zwei sind noch am Start, dann der T-67 und die Hellcat. Oh, jetzt fahrt er raus. Ich hätte wahrscheinlich ein bisschen weiter gekappt. Da kommt auch schon der Tock. Und seitlich 777 Damage angebracht. Jetzt schießt der Tock nicht, weil er hier das Haus als Hindernis hat, statt dass er natürlich jetzt schießt und das Haus wegmacht. Jetzt macht er das erst. So. Jetzt will er ihn hier ein bisschen umfahren, dass er es nicht so leicht hat, ihn hier zu beschießen. Klappt auch ganz gut. Und jetzt, sehr schön, nimmt er auch den raus. Wir sehen, er hat noch 124 Hitpoints. So ein Tock, wie beim letzten Schuss gesehen, 143 Damage. Also das heißt, mit dem nächsten Schuss kann schon Ende Gelände sein. Zwei Minuten 30 noch. Aber stehen im Cap noch mit 45 Sekunden. Das geht gut auf. Der nächste Tock schickt sich da an. Oh, schöner Treffer. 719 nochmal reingezwirbelt. Und der Tock kommt langsam, aber sicher näher auf ihn. Bricht jetzt wahrscheinlich durchs Haus. So sieht es zumindest aus. Und so ist es auch. Frontal 304 Damage. Und jetzt bekommt der Tock auch nochmal von allen Seiten. Jetzt verschießt er. Das war sehr wichtig. Jetzt braucht er den Support. Bekommt er doch den Tock von seinem Team. Wahnsinnig kurioses Battle auf jeden Fall. Und da ist die Runde beendet. Und der Cap ist erledigt. Ja, das war mein Replay of the Week mit dem KV2 und unglaublich vielen Tocks. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.